Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Feind MNT zeigt eingebundene Laufwerke übersichtlich an. Oft sind es ja die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen, wie in diesem Beispiel. Ab und an möchte man wissen, ob und wohin das System einen USB-Stick oder eine SD-Karte gemountet hat. Für diese Aufgabe wirft man grafische Tools wie die Laufwerkverwaltung von GNOME an, zu finden unter Menü, Zubehör, Laufwerke. Oder man öffnet ein Terminal, gibt Mount ein und schaut sich die Ausgabe des Programms an. Das Kommando liefert eigentlich sämtliche Informationen, die man für diese Aufgabe benötigt. Doch die Ausgabe ist alles andere als übersichtlich. Sämtliche Infos stehen ungegliedert in einer Zeile. Ein bisschen kann das Tool Column helfen. Es formatiert die Ausgabe spaltenweise. Man kann eingeben Mount Pipe Column-T. Zur Ausgabe von Laufwerksinformationen bietet sich jedoch als Alternative zu Mount das Kommando Find MNT an. Es steckt schon seit geraumer Zeit im Paket Mount und findet sich in der Regel von Haus aus auf den Systemen. Allerdings nutzt kaum jemand das kleine Programm. Ohne weitere Optionen gibt Find MNT einen Verzeichnisbaum mit der Geräte-ID, dem Dateisystemtyp und dem Mount-Option aus. Bei Bedarf kann man die Ausgabe nach Mount-Punkten filtern oder beispielsweise nach Dateisystemarten. Mit Find MNT minus T und dann kommt der Typ. Der Unterschied zwischen den Ausgaben ist deutlich sichtbar. Während man mit Mount am besten gleich nach einem bestimmten Eintrag per Mount Pipe Grep filtert, erhält man mit Find MNT einen übersichtlich formatierten Verzeichnisbaum, den man ohne umständliche Pipes sofort im Blick hat. Zusätzlich könnte man mit etwa Find MNT minus minus poll minus minus mount point Punkt 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 gezielt einen Mount-Punkt überwachen lassen und in einem Skript Aktionen auslösen. Mit lsblk kann man sich die externen Speichermedien auflisten lassen. Mit minus L im Listenformat. Mittels minus O kann man die Ausgabe anpassen, so zum Beispiel lsblk minus O Name oder der Typ des Dateisystems mit fs Typ oder zum Beispiel der Mount-Punkt. In der Hilfe sind die Spalten, die möglich sind, einsehbar. Die Anpassung der Ausgabe minus O ist bei dem Tool Find MNT genauso möglich. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!